Thorsten und ich, wir haben das zum Anlass genommen, ein, sagen wir mal, Alternativkonzept auf Sparflamme, auf virtueller Sparflamme zu entwerfen, das die Formate, die wir so entwickelt haben, nutzt, um vielleicht auch ein bisschen dazu beizutragen, den Handel anzukurbeln und zusätzlich wieder neue Kontaktformen und Arten zu finden und vielleicht auch für den einen oder anderen Handeltreibenden neue Zielgruppen zu erschließen und neue Vertriebskanäle nicht zu eröffnen, aber doch zumindest bewusst zu machen. Und dazu haben wir uns ein Konzept ausgedacht, das diese hier altbewährten Zoom-Konferenzen kombiniert mit der virtuellen Plattform, die BitAclassics zur Verfügung stellt. Wir haben es so vor, dass die klassischen Formen, die Thorsten gleich im Einzelnen vorstellen wird, kombiniert werden mit zwei Live-Auktionen, die wir dann mit Zoom-Konferenzen begleiten und die am 24. Januar und am 7. Februar stattfinden sollen. Der 7. Februar ist nicht umsonst. Das wäre der letzte Tag sowohl von der Bremer Messe als auch von der Pariser Messe gewesen. Und je nachdem, wie das angenommen wird, und die ersten Zeichen sind durchaus ganz positiv, könnte man das dann ja noch gelegentlich wiederholen und als zusätzliche Initiative begreifen, die man auch weiterleben lassen kann. Thorsten, vielleicht sagst du mal was zu der Funktionsweise, wie die Transaktionen, denn es handelt sich nicht um eine Inseratsgeschichte, sondern tatsächlich um eine Handels- und Transaktionsplattform, wie die stattfinden sollen. Und zwar hast du 9 Minuten ab jetzt. Okay, vielen Dank. Also, die Formen, die wir ja derzeit haben auf BitAclassics, die waren noch ohne Corona im Kopf. Also wir haben die damals im Januar, Februar umgesetzt und haben aber jetzt gemerkt, dass ein digitaler Handel oder die digitalen Handelsplattformen, die derzeit auf dem Markt sind, sich nicht wirklich neu erfunden haben. Und nehmen wir jetzt irgendwelche Marktführer oder auch Branchenmarktführer, gibt es dort immer nur das Inserat. Und wir heißen ja BitAclassics, weil wir von vornherein die Auktion in Deutschland auch salonfähig machen wollten und auch weiterhin wollen. Und haben natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal die sichtbare Auktion, das ist die ganz normale Auktion, wie ihr sie auch von eBay kennt. Jeder kann so viel bieten, wie er möchte. Und sieht eben auch, wenn er überboten worden ist, er kann Bietagenten einstellen. Also nicht wirklich neu erfunden das Rad, aber in halt einer wertigen Umgebung und nicht zwischen Küchengeräten und irgendwelchen gebrauchten Schlüppern, will ich nicht sagen, aber anderen Sachen. Wir machen also nur Automobile oder automobile Art, die wir da haben. Bei der Blindauktion haben wir einen ganz klaren Vorteil gegenüber einer sichtbaren Auktion. Erstens, ich verbrenne mit der Auktion kein Fahrzeug an sich, weil der Preis sozusagen blind ist, darum auch die Blindauktion, und ich als Bieter nur dreimal ein Gebot absetzen kann. Das sorgt dafür, dass ich erstens keine Spaßbieter habe, die irgendwie die ganze Zeit nur 20, 30, 50, 80 Euro auf welche Auktion schmeißen, sondern hier können wir sehen, wenn ein wirklicher Kaufinteressent für ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugwert von beispielsweise 20.000 Euro vorhanden ist, wird er sein Erstgebot nicht mit 500 Euro verbrennen, weil er weiß, dafür wird er das Fahrzeug nicht bekommen. Das heißt, er wird sich natürlich um den Marktwert des Fahrzeuges schon informiert haben oder auch schon den Marktwert eines solchen Fahrzeuges kennen und wird natürlich dann versuchen, mit der Information, die so eine Blindauktion oder auch ein Inserat einer Blindauktion hergibt, das heißt, ich habe unbegrenzt die Möglichkeit, Bilder einzustellen, Videos vom Fahrzeug, Rundgang, Innenausstattung, Fahrzeug auf der Bühne etc. Wir haben keine Limitierung in den Datenmengen, die bei uns bei einer Fahrzeugauktion angeheftet werden. Der Kunde oder der Verkäufer kann eben Gutachten hochladen. Er kann natürlich die Gutachten mit dem Wert oder auch mit seiner Adresse natürlich anonymisieren. Aber er kann dem potenziellen Kaufinteressenten alle Möglichkeiten zur Verfügung stellen, womit der Kaufinteressent eben auch den Wert des Fahrzeuges für sich einschätzen und dementsprechend auch ein Gebot abgeben kann. Am Ende der Auktion hat der Verkäufer immer drei Knöpfe: Verkauf zustimmen zum Höchstgebot, Verkauf ablehnen zum Höchstgebot oder die Nachverhandlung.
Wir haben in der Vergangenheit, jetzt kann ich sagen, letztes Jahr 2020 hatten wir witzige Auktionen, die ich soweit, ich hatte sie vorher überlegt zu zeigen oder vorzustellen, aber das wird dann den Händler oder auch eventuell den Kaufnamen, ich könnte es nachher ein bisschen verschwärzen, mache ich aber lieber nicht. Und zwar hatten wir einen Kunden, einen Händler, der hat einen Porsche 944, US-Import, aber sonst ein ganz stimmiger Zustand. Den hatte er bei Mobile drinstehen für 6.944 Euro. Also die 944 wird ja immer gerne bei Porsche-Modellen als Preis genommen, ob es 911 oder 944 ist. Und dieses Fahrzeug war schon 4 Wochen bei mobile.de für 6.944 Euro, kam bei uns in die Blindauktion, bat den Händler, er solle doch das mobile Inserat erstmal stumm schalten, damit sich die Leute nicht daran orientieren. Aber in der Tat, es gab auch Leute, die orientierten sich nicht daran und das Erstgebot war 7.500 Euro. So, daraufhin habe ich aber den Kunden angerufen und habe gesagt, jetzt solltest du langsam das Inserat bei mobile löschen, weil du hast einen höheren Preis als ein mobile Inserat als Preis ausweist. Das gibt nachher nur Scherereien bei der Abholung des Fahrzeuges. Das hat er dann auch rausgenommen. Und auch auf seiner Website hat er den Preis rausgenommen, aber die Fahrzeugbeschreibung alles drin mit unlimitierten Bildern, weil er auch bei mobile natürlich nur 15 oder 25 Bilder hochladen kann, je nachdem, welchen Account er besitzt. Und dann hatte er mit den 70 Bildern auf seiner Webseite und 70 Bilder bei uns, hatte er nachher ein Höchstgebot von 7.950 Euro erzielt. Das waren 1.000 Euro mehr, als er eigentlich bei mobile hatte. Und dann rief er mich an und sagte, ist das jetzt ein Fake? Hat er jetzt wirklich so viel bezahlt, der Kunde? Ich sage, ja, es waren 3 verschiedene Kunden, die geboten haben. Also insofern könntest du den jetzt anschreiben oder unser System schreibt ja nachher nach der Auktion, wenn er den Knopf drückt, Verkauf zustimmen, die Kunden an oder den Kunden. Und dann hat der Kunde auch tatsächlich angerufen, hat gesagt, wo das Fahrzeug denn stehen würde, hat das dann abgeholt, hat vor Ort bezahlt. Dann rief mich der Händler wieder an und sagte, das ist total interessant, wenn der Kunde bei ihm gewesen wäre, hätte er nach einer Probefahrt, Besichtigung, wie auch immer, von seinem Preis 6.944 Euro locker Geld abgeben müssen und er wäre auch bereit gewesen, das Fahrzeug für 6.200 Euro zu verkaufen. Es kommt von uns ein Kunde an, der 7.950 Euro bezahlt hat und noch nicht mal nachverhandeln wollte, weil es war der verbindliche Verkaufspreis, den er bei der Auktion hatte. Das war so ein Beispiel. Das zweite Beispiel, was wir hatten, war mit einem Käfer Ovali, der in Zustandsnote 4+ bei uns in der Auktion war. Der Händler wollte dafür 12.900 Euro haben. Am Ende sind 13.300 rausgekommen und dann hatte der Händler uns angerufen, wie geht das denn mit der Nachverhandlung? Bei der Nachverhandlung kann er natürlich sehen, er sieht die letzten 3 Gebotshöhen und die waren bei dem Käfer 10.200, 10.800 und eben die 12.000 oder 13.250 Euro in der Richtung. Und dann haben wir ihm gesagt, mach maximal 300-400 Euro mehr als das Höchstgebot, damit die anderen Leute auch noch nachziehen können. Hat aber nicht drauf gehört, hat dann für 14.9 die Nachverhandlung eingeläutet. Und wenn die Nachverhandlung eben die Verkäufer, die letzten 3 Höchstbieter vielmehr, die bekommen am Ende dann eine Einladung zur Nachverhandlung. Und jeder hat natürlich auf den Knopf gedruckt, Verkauf ablehnen oder Kauf ablehnen, weil 13.000 oder 14.900 in dem Fall zu teuer waren. In diesem Fall hat die Auktion war dann nicht erfolgreich, aber sie hat auch keine Kosten für den Händler generiert oder auch für den privaten Verkäufer, weil wir auch für Privatverkäufer zur Verfügung stehen. Aber er hat es ausgereizt, quasi das Blatt überreizt. Darum sagen wir immer, das, was du mit dem Mund kannst verdienen, musst mit der Hand nicht arbeiten, ist ein alter Spruch. Aber hier hätte er 300-500 Euro höher einsetzen können, dann wären vielleicht die beiden anderen unterlegenen Bieter vielleicht noch in die Auktion mit eingestiegen in der Nachverhandlung. Also das, was wir in beiden Auktionsszenarien bieten können, ist eben einen verbindlichen Käufer und auch nur eine verbindliche Auktion, die eben abgeschlossen wurde, weil der Verkäufer geklickt hat, Verkauf zustimmen, wird auch dann gecharged mit einer fairen Gebühr. 2,5% zahlt vom Verkaufspreis zahlt der Verkäufer und 2,5% Aufgeld zahlt der Käufer. Bei anderen Auktionen, auch Online-Auktionen, hast du teilweise 9-15% als Aufgeld zu zahlen. Das sorgt dafür, dass der Bieter natürlich dieses Aufgeld immer in sein Budget einpreist und ein Auto mit einem Marktwert 10.000 Euro nie über 7.500 Euro kommt, weil er natürlich sein Aufgeld einpreist plus das Risiko, dass an diesem Fahrzeug was nicht in Ordnung sein könnte. Wir haben, und das ist auch noch ein Zusatz, den werden wir sicherlich am nächsten Freitag tiefer besprechen, bei den Inseraten haben wir die Möglichkeit, dass man einen Preis auf Anfrage setzt oder auch seinen Preis ganz normal, den man sich vorstellt, plus den Button Gegenangebot oder Angebot abgeben. Und in diesem Fall ist es wie auch in einer Auktion, wenn ich jetzt ein Angebot bekomme für mein Fahrzeug, was in meinem Bereich steht, wo ich gerne auch Angebote empfangen möchte, dann kann ich wieder überlegen, ob ich den Kauf zu diesem Angebot verbindlich annehme,
ablehne oder ein Gegenangebot abgebe. Das heißt, wir haben also das gesamte Gamification, was normalerweise in einem physischen Verkaufsgespräch stattfinden würde, haben wir digitalisiert. Da sind wir aktuell noch die einzigen auf dem Plattformmarkt, also soweit europaweit, als auch jetzt in Deutschland gibt es halt die üblichen Verdächtigen. Aber alle bieten halt nach wie vor das Inserat gegen Bezahlung an. Aber ein Inserat alleine verkauft nicht. Und wenn wir jetzt Händler unter uns haben, der Guido kennt es ja auch, wenn ich Inserate habe, wie viele Leute parken das Fahrzeug, weil sie auf den Lottogewinn warten und wenn er kommt, dann wird das Fahrzeug gleich gekauft, aus der digitalen Garage geholt. Nein, die gucken natürlich dann, man kriegt ja von Mobile eine Nachricht, wenn sich das geparkte Fahrzeug im Preis verändert, kriegt man dann eine Nachricht, geht der Preis nach unten, dann fangen manche Kaufinteressenten an dem Preis nochmal nachzuhaken, weil er sieht, das Fahrzeug ist gerade ja in der Reduzierung des Preises, vielleicht lässt sich da noch mehr machen. So, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, waren das 9 Minuten, soll ich zwischendurch noch ein Lied singen? Ich kann jetzt wieder hier singen. Genau die Vorgabe eingehalten. Du hast jetzt die einzelnen Tools nochmal vorgestellt. Wie gesagt, wir wollen das jetzt so orchestrieren, dass es auf diese beiden genannten Daten zuläuft und dann in einer möglichen Live-Auktion endet, die hoffentlich dann noch eine etwas höhere Aufmerksamkeit findet. Die kann dann natürlich nicht blind sein, sondern muss offen sein. Und wenn wir da so, sagen wir mal, 10 oder 20 Autos bekämen, die wir da präsentieren könnten, wäre ich schon zufrieden. Die Idee ist dann sozusagen, die je nachdem, wie viele es sind, die Gebote gestaffelt auslaufen zu lassen. Das heißt, alle halbe Stunde, alle 10 Minuten eins. Und solange wird dann eben das Auto nochmal vorgestellt bei Zoom, so wie man das von normalen Auktionen halt auch kennt und gezeigt und welche Spezifikationen es hat und so weiter. Genau. Das ist so die Grundidee, um der ganzen Angelegenheit auch noch einen gewissen Eventcharakter zu verleihen und zusätzliche Aufmerksamkeit zu generieren, weil erstens mal gibt es in Deutschland ja sehr, sehr wenige Auktionen und ich weiß nicht, ob es gerade Coys of Kensington noch gibt oder mal wieder nicht oder mal doch. Und das sind ja so die einzigen, die ja ständig zu Gast gewesen sind. Aaron Sotheby's hat auf der Techno Classica 2019 einen ganz interessanten Versuch gemacht, der auch relativ erfolgreich gewesen ist, aber eben mit für die völlig untypischen Fahrzeugen, nämlich White Bodies vom 126er Coupés, also die alten, Entschuldigung, wenn ich das so despektierlich sage, Zuhälterschleudern mit viel Plastik und König-Umbau und all diesen Dingen. Aber so ein White Body AMG 560 SEC, der hat dann plötzlich auch 150.000 Euro gebracht. Es gibt also langsam eine gewisse Veränderung, die zu erkennen ist. Und was wir uns tatsächlich davon erhoffen, ist eine gewisse Kompensation der Umsätze, die sonst ja auch auf Messen gemacht würden, oder zumindest eine Plattform zu bieten, die das könnte. Sag mal, Herr Schöfisch, was hältst du denn davon? Nein, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Also wie gesagt, das andere scheint ja nicht zu funktionieren. Mobile ist mittlerweile so nett, dass sie die kostenlosen Anzeigen einfach um 60 Tage verlängern, also wenn man da eine Anzeige kauft. Ich glaube, jeder Action zählt. Jedes Angebot, was ein bisschen spannender ist als eine tote Anzeige, zählt. Finde ich gut. Ich finde die Zeit auch wichtig, ich finde die Zeit auch passend. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja die nächste OCC-Online-Messe, die ist ja im Ende März. Die wollen ja auch sowas Ähnliches wieder planen, machen. Also ich würde es schon gut finden. Direkt jetzt nach Bremen und nach, wie heißt das, Bremen? Nach Bremen und nach Paris. Und Stuttgart. Stuttgart fällt ja also auch drauf. Ja, Stuttgart wird jetzt im Moment verschoben gerade, nicht in den Sommer hinein. Ja, das wird wahrscheinlich mit Essen auch nicht anders sein. Oder gibt es mit der anderen Information? Also ich habe alle abgesagten Messen jetzt bis Juni 2021 wurde jede Messe, die ich sonst bespielt hätte, in anderen Branchen abgesagt bis jetzt. Pro forma, prophylaktisch, im Voraus eine Gehorsam.
Also wenn man jetzt sieht, ich habe jetzt vor 2 Wochen gesprochen, ehemalig, daher konnte mir ein paar Daten mehr nennen. Wenn man jetzt überlegt, auch man kann in den Bestand mal sehen, es fehlen derzeit monatlich zwischen 400.000 und 500.000 Inserate auf mobile.de. Das ist ja ein ganz klares Indiz, dass der Händler nicht mehr verkauft, vielleicht auch gerade die klassischen Fahrzeuge und auch natürlich seine Kosten runterfährt. Ihr kennt das Preismodell bei allen Börsen, die sagen natürlich immer für den Fahrzeugbestand Fahrzeug X plus, dann gibt es halt Pakete. Aber wenn da 500.000 Fahrzeuge pro Monat fehlen, ist das schon eine Ansage, dass da natürlich die Händlerschaft sparen muss, weil der Abverkauf natürlich auch ein Schritt geraten ist. Wenn man jetzt sieht bei den Auktionen, wir hatten jetzt im Sommer während der Lockdown-Phase bei Sotheby's in Amerika, da wurde Ferrari Enzo für 2,6 Millionen Dollar verkauft, ausschließlich nur über Online-Gebote, also keine physische Auktion. Das hat Sotheby's natürlich den Vorteil, das sind kuratierte Fahrzeuge, das ist ein Fahrzeug, ich glaube, mit 3000 Kilometer gewesen. Es war natürlich jede Menge Hintergrundinformationen zu einem Fahrzeug vorhanden. Dann ist auch der Online-Bieter gewillt, auch hohe Preise zu setzen, ohne physisch da zu sein. Aber wir kennen es auch bei vielen anderen Auktionen, wo der Telefonbieter oder auch der Mailbieter nachher den Zuschlag bekommen hat. Also eine physische Auktion ist irgendwann nicht mehr das Nonplusultra. Ich kriege über eine Online-Auktion natürlich viel mehr potenzielle Bieter aus allen Ländern der Erde zusammen und dementsprechend auch eine höhere Gebotszahl. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt, stimmt aber nicht ganz. Tatsächlich haben wir natürlich seit Jahr und Tag, also sicherlich seit 10 Jahren, sowohl Online-Bieter als auch seit Jahrhunderten, in Anführungszeichen, schon Telefonbieter. Das ist natürlich auch für den Auktionator eine wunderschöne Möglichkeit, die Angebote ein wenig anzuheizen. Und es gibt ja oft genug Situationen, gerade bei so Autos wie einem Enzo, die eine Highlighter-Auktion darstellen, wo der Auktionator dem Verkäufer einen Mindestpreis garantiert. Und damit das nicht so merkwürdig aussieht, tritt dann plötzlich ein unbekannter Telefonbieter auf den Plan, der genau kurz nach dem Erreichen der Hürde den Zuschlag erhält und das Auto befindet sich merkwürdigerweise auf anderen Vertriebskanälen 14 Tage später wieder auf dem Markt. Also da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, dass die Live-Auktionen schon ihre Berechtigung haben und ihren Wert, auch wegen dem theatralischen und dem Unterhaltungsfaktor, den das hat. Wenn da irgendjemand, da sind dann zwei Jungs oder ältere Herren im wahrsten Sinne des Wortes in einem Bietergefecht um einen, sagen wir mal, 300 SL Flügeltürer und der eine liegt bei 1,45 Millionen und der andere fängt dann an zu zögern und dann sagt der Auktionator im feinsten Oxford-Englisch, would it help if I borrow you my credit card? Dann sieht man, dass damit natürlich auch ein gewisser Spaßfaktor verbunden ist und dieses berühmte Auktionsfieber zum Tragen kommt. Also ich würde die Sachen nicht so abschreiben. Ich glaube, dass die Chance, die so ein Angebot wie eures hat, natürlich darin besteht, dass man, ich sag mal bewusst, Standardware relativ einfach verkaufen kann. Also zum Beispiel ein 107er Mercedes oder eine Pagode oder bestimmte Formen des 911ers, die auch auf dem Markt sind. Es läge natürlich auch danach, und das ist ja was, worüber wir auch schon geredet haben, die Bremer Messe macht ja als Kompensation für die Privatverkäufer einen separaten Markt auf und gibt ihnen die Gelegenheit, ihre Fahrzeuge über die virtuelle Seite der Messe zu inserieren und das in Kombination mit dem TÜV Süd, also sprich Norbert Schröder, in der Hoffnung oder ich vermute, da besteht dann die Möglichkeit, dass die Autos zumindest ferndiagnostisch in Augenschein genommen werden, sodass der potenzielle Käufer eine gewisse Sicherheit hat, dass er nicht die Katze im Sack kauft, sondern den Sack in der Katze. Nein, also die Möglichkeit besteht, dass man ungefähr einschätzen kann, dass das Auto nicht eine vollständige Krücke ist. Was du nicht erwähnt hast und was ich für sehr wesentlich halte, ist, dass natürlich die
Seite, so wie du das gestaltet hast, die Möglichkeit bietet, auch Dokumente zu veröffentlichen, Gutachten, wenn man eins hat, Fahrzeugpapiere, Historie, Reparaturrechnungen etc. etc., sodass man sich darüber einen Eindruck verschaffen kann, in welchem Zustand ein solches Auto sich befindet. Wir wissen alle, dass natürlich die Grenzen da durch Photoshop gesetzt sind und man sehr viel Kreatives bewegen kann, um einen potenziellen Abschluss zu befördern. Das muss man natürlich auch sagen. Und da gibt es vielleicht eben tatsächlich die Möglichkeit, externe Gutachter ins Gespräch zu bringen, die die Unterlagen dann verifizieren und sagen, so ist das auch, wie das da steht. Also es ist ja auch hier Fernhandels- oder Fernabsatzgesetz. Wenn ich natürlich jetzt ein Fahrzeug habe und bespreche es als unfallfrei und beulenfrei und die Auktion endet und der Käufer kommt bei der Abholung, sieht einen Hagelschaden, sieht den Kilometerstand, dass er nicht passt, natürlich hat er da auch die Möglichkeit, davon zurückzutreten. Das ist also ganz klar. Da mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil what you see is what you get, das ist ein Leitspruch, der nicht nur gesetzlich auch abgesichert ist. Wenn ich sauber verkaufen möchte online, muss ich auch das darstellen, was ich aus dem Verkauf biete.